Szene. Die Cam bleibt noch aus. Vielleicht gibt's später noch eine Cam. Aktuell erstmal nicht. Ein, zwei Sachen erledigen. Und dann geht's los. Das Galactic Games Studio. So. Wo waren wir zuletzt? Ach stimmt. Release von Final Fantasy 3. Gucken wir mal. Machen wir mal die ganzen Auftragsaufbauten schon mal. Die wird automatisch gemacht. Stimmt. Wir suchen nach Techniker, damit wir unsere erste Konsole, beziehungsweise wir werden aufs Handheld gehen, entwickeln können. Haben wir dafür schon alles erforscht? Ja, muss ich warten, bis wir die Simulation fertig haben. Gut, dann würde ich mal sagen, lassen wir mal laufen. Das war gerade ein bisschen laut. Vielleicht machen wir das ein bisschen runter. Sehr gut. Noch 6. Wir haben hier gleich wieder, genau, zigtausend Heizungen. Wir müssen aber auch noch ein paar Heizungen installieren. Herausgefunden, wie man diese Anzeige anhat, damit man sieht, wo geheizt ist und wo nicht. Das ist die Taste 9. Ja, hier soll im Moment noch keine rumlaufen, also brauchen wir da auch nicht heizen. Perfekt. Wir könnten... Achso, ich wollte hier mal gucken. Einmal kurz abbrechen. Wir haben alle Hardware-Sachen. Das heißt, wir können auf jeden Fall die Konsole in die Entwicklung geben schon mal. Wir machen ein Handheld. Und das wird... Wie heißt unser Studio? Die Galactic Games. Wir nehmen nur das Neueste erstmal rein. Wir nehmen die
den Galactic Bowl. Erstmal. Automatisch der Beste. Das lassen wir so. Natürlich haben wir noch kein Vorgängermodell. Wir machen es orange. Es gibt mit dazu den ersten Teil von Final Fantasy. Können wir, glaube ich, noch nichts. Genau. Die machen wir alles mit rein. Und dann lassen wir es starten. Währenddessen machen wir hier ein kostenloses Update mal direkt rein. Dann gucken wir mal. Hier gibt es wahrscheinlich noch keine neuen Updates. Nee. Dann machen wir Auftragsspiele. Wie so ein kleines. Ohne Engine. Ist zu teuer sonst. Ein Rennspiel mit Piraten. Weiß nicht. Cyberspace und Diebe. Machen wir das. Rennspiele müssen. Wobei wir brauchen gar nicht viel machen, oder? Wir lassen es einfach. Es soll ja nur 15 erreichen. Dann hier brauchen wir nur den Controller Support. Das reicht. Fertig. Mit dem Studio machen wir noch einen. Nochmal ein Update gleich. Ah, unglücklich. 1 bis 10%. Dann müssen wir die hier mal abbrechen. Aber es ist ziemlich unglücklich jetzt gelaufen. Das heißt, wir haben bessere Sachen. Was wir müssen schneller werden. Warum ist das so teuer? Also es ist ein B-Plus-Spiel. Dann brauchen wir noch ein Untergenre. Machen wir einen Plattformer mit rein. Hier müssen wir auch 15%. Also ein bisschen was müssen wir schon einstellen. Sonst haben wir das gleiche Problem wie bei dem anderen Spiel, dass wir nicht mal das Minimum erreichen. Also gucken wir mal. Adventure, Plattformer.
Ich habe in die falsche Liste geguckt. Machen wir es mal kurz. Bisschen viel Story. Viel hier. Design ist für Plattformer wichtig. Aber wo nehmen wir das alles weg? Machen wir es mal so. Bisschen casual-lastig. Ganz jugendfrei können wir es nicht machen, wegen Adventure. Und leicht können wir es auch nicht machen. Ja, wir machen die Sachen rein und dann los. Achso, stimmt, wir müssen 5 Sachen. Dann machen wir eine Pause-Funktion rein und Sidequest. So, kann ich hier nochmal was ändern? Ja. Dann machen wir hier lokale Highscores dazu. Immer noch nur 1 bis 10. Langsam wird's zu teuer. Checkpoints? Egal. Wir brauchen die Erfahrung darin. Wow. Na, 1% hätte ich jetzt nicht erwartet. Na gut. Somit haben wir das schlechteste Spiel jemals gemacht. Wieder ein B-Plus-Spiel. Plattformer und Denkspiel. Gucken wir mal, ob wir irgendwas Passendes haben. Cyberspace. Was haben wir noch? Wo wir Level reinkriegen können. Sieht aber gerade nach nichts aus. Dann machen wir einfach Mittelalter. Nee, das passt nicht. Nehmen wir Aliens. Stay Temple 2. Das machen wir gleich. Dann brauchen wir die 3 Sachen. Gucken wir mal. Wow. Innovation ist nicht so hoch.
Puzzle-Plattformer. Auch keine Story. Auch top kein Charakter-Design. Auch hauptsächlich Level- und Mission-Design. Ist meistens casual-mäßig, nicht so schwer und relativ jugendfrei. Gameplay, Grafik, wenig Sound. Machen wir es mal so. Und dann rein. Achso. Dann kriegt das Spiel noch lokale Highscores und rein. Das ist dann der vorletzte. Das ist der letzte. Können wir das hier abbrechen? Mal ein bisschen Marketing noch machen. Komplett vergessen. Kein Wunder, läuft das eher so bescheiden. Das können wir abgeben. Hat erreicht, was es muss. Legends ist runter vom Markt. Hat 11 Millionen eingebracht. Oh, das geht. Machen wir ein weiteres Add-on hier rein. Hier die Hardware-Sachen machen, damit wir unser Handheld machen können. Das erreicht auch, was es muss. Abgeben. Weg mit. 51 sogar. Sehr gut. Keine Aufträge. Dann sind wir im Moment gerade auftragslos. Haben nichts zu tun. Man könnte, wenn man wollte, ein neues Spiel machen, aber das bringt mir nicht viel. Wir haben... Wir könnten einen Spin-off bei Assassin's Creed machen. Das wäre noch gut. Aber aktuell würde ich sagen, nicht so sinnvoll. Wir machen hier nochmal eine Marketingkampagne. Wenn die Marketingkampagne voll ist, suchen wir neue Forscher, damit das hier schneller geht. Währenddessen bleibt halt nur gerade abzuwarten, wie die Spiele gerade laufen. So, wir haben jetzt 9 Wochen drin und wir haben, glaube ich, schon 4 Updates da drin. 3. Na gut, dann können wir da erstmal abwarten. Oder machen wir doch ein neues Spiel gleich noch? Oh, komm. Was haben wir denn zum Anbieten? Wir könnten ein Action-Strategiespiel machen. Mit Androiden und der Mafia. Und nennen das Androiden und die Mafia. Eine Action-Strategie. Machen ein B-Plus-Spiel raus. Und es wird heißen... das Hauptthema ist halt Androiden. Das heißt... Wir nennen es vielleicht Terminator oder so.
Das könnten wir machen. Sind wir mal so frech. Plattform. Erstmal. Action haben wir gesagt. Katari, Personal, Tablet. Sonst ist nichts relevant. Alle Sprachen. Hier gibt's noch nichts Besseres. Kopierschutz gibt's auch noch keinen neuen. So. Die Einstellungen. Wow. Okay. Womit hätte ich nicht gerechnet? Wir packen alles rein, was geht. Ja, das war's. Starten. Und dieses Spiel bekommt die ersten drei Sachen. Aber wir wollen die Leute hier noch nicht verwöhnen. Oh, wir haben einen legendären Techniker. Den nehmen wir natürlich mit. Kommt hier einer raus? Er kann hier mitarbeiten. Hier nehmen wir auch die oberen drei. Hier machen wir die Automatik aus. So, hier haben wir gesagt, suchen wir Forscher. Speedpark. Automatisch wiederholen. Geschlecht ist egal. Oh, nice. Entwicklung fortsetzen. Weiter fortsetzen. Oh. Das ist ja schon wieder Marketing vergessen. Sehr hilfreich. Die müssen schneller werden. Im Moment ist das ein bisschen enttäuschend. Aber wir machen den Hype erstmal weiter hoch. Eine 60 bis 80, das ist enttäuschend. Haben wir hier das? Nein. Das dauert zu lang. Ja, die haben alle keinen Speed-Perk. Effizienz-Perk, die sind zu langsam. Wir sind 82. Wenn ich jetzt in diesem Jahr schon all diese Dinge bis aufs Motion Capture
reinpacke, dann ist das einfach zu verwöhnend. Das kann ich nicht machen. Dann wollen die später nur noch mehr. Dann wollen die das überall drin haben später. Das geht nicht gut. Hier warten wir auf die Forschung, die nicht schnell genug ist. Das ist ein bisschen anstrengend alles. Na toll. Und wieder was dazugekommen, technisches. Dann machen wir jetzt mal Spezialmarketing. Demo. Und eine Vorabversion für die Presse. Und nochmal eine Taufe. Plus 8, plus 3%, sehr schön. Wir haben wieder eine Engine verkauft und dadurch Geld gemacht, beziehungsweise durch die Prozente der Engine. Wie sieht es jetzt hier aus? 70 bis 90. Okay, da müssen wir noch ein bisschen weitermachen. Wir nehmen niemanden vom Arbeitsmarkt. Wir suchen uns die Leute selber. Selber suchen ist effektiver, als die Leute da rauszunehmen. Bis auf die Star-Sachen. Also diese Talents. Okay, wenn das hier fertig ist, können wir wieder weiter nach Forscher suchen. Wir brauchen die dringend. Die sind zu langsam. Fachkräftesuche. Weiter geht's. Ihr hört mal mit der Unterstützung auf und macht noch mal ein Update hier rein. Zack. Nochmal unseren Anteil gekriegt. Zack. Das ist nice. So. Wie sieht es jetzt hier aus? 70 bis 90. Kein Meilenstein hier. Also geht's weiter erstmal. Bisher was? 2 Millionen? Ja gut, das geht noch. Ja. Schon geht es schneller, obwohl da nur zwei Leute reingekommen sind. Wir haben auch gerade das Sommerloch. Was bedeutet, wir produzieren das Sommerloch über hinaus durch. Das heißt, wir sollten dann ein ordentliches Spiel haben. Da ist der nächste. Noch einer. Wir nehmen alle drei Spiele da rein und zack. Wir haben einen Grafiker. Die müsste hier mit rein. Gott, sind die alle schlecht. Und tschüss.
Ihr macht mal die Aufträge, die jetzt reingekommen sind. Was mir fehlt, dass ich die Aufgabenliste öffnen kann, wenn die schon läuft. Das ist so ein bisschen was fehlt. So. Wie sieht's jetzt hier aus? Hier und hier haben wir genug. Das heißt, Sound und Spieletesterabteilung können wir entfernen. Wir können die Aufträge machen. Na komm. Vorerst mal noch 3 Wissenschaftler, dann sollte das gehen. Das sollte ausreichen. Ja, vielleicht doch mehr. Der muss weg. Der kann bleiben. Der muss weg. Können bleiben. Der kann weg. Und der kann weg. Das heißt, wir brauchen doch noch 7. Oder zumindest mal 5. Damit das einigermaßen ordentlich ist. Grafik haben wir jetzt auch, das heißt, die können auch Aufträge machen. Zack. Wir haben 9 Kopierschutz. Na kommt, ich brauche mehr Wissenschaftler noch. Okay, wenn das fertig ist, können wir unsere Konsole machen, die wir schon mal gestartet hatten. Wieder unser Anteil. Wow, wie hoch waren wir hier bis jetzt schon? Was? So, das ist erledigt, das ist erledigt. Machen wir hier die Engine Features und hier die Konsole jetzt. Automatisch der Beste. In Orange. Und wir haben gesagt, unser erstes Spiel wird dabei erledigt. Ist nicht abwärtskompatibel, das hier und rein. Da ist ein neuer Wissenschaftler. So, wie sieht's aus? Eine 70 bis 90 reicht eigentlich dafür erstmal. Monat 8, Woche 4. Ne, wir machen weiter. Wir hauen zu Monat 10 raus.
Okay, 15 Forscher sollte erstmal reichen. Wir machen weiter mit dem Marketing. Brauchen wir hier nicht. Mal die erste Werbekampagne für den Galactic Boy machen. Ihr habt schon wieder nichts mehr zu tun. Vielleicht soll ich über ein zweites Marketing nachdenken. Oder auch erstmal nicht. Wir überzeugen mal einen Overhype, weil wir in ein paar Wochen releasen werden. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Das hier lohnt sich nie. Die Spiele sind nie bekannt genug. Deswegen mache ich das nicht mehr. Jo, machen wir das zweite Marketing gleich mit. Und suchen ein paar Bürokräfte. Haben wir ein kleines Studio. 5, 6 Leute. 2, 4. Ein bisschen zu klein. Ach, diese Heizung. Jo, mit 7, das sollte gehen. Rein theoretisch. Ah, schade. Nicht schaffen können. Müsste ich jetzt anfangen, die hier zu vergrößern dann? Und das Grafikdesign demnächst noch vergrößern. So, wie sieht's hier jetzt aus? 70 bis 90 immer noch. Wird wahrscheinlich nicht besser werden, solange ich nicht noch weitere Grafik, Sound und Game-Elemente hinzufügen würde. Jedenfalls releasen wir nächste Woche. Rein mit dir. Dann machen wir das weg, machen wir ein 6er Büro. Oh, verklickt. Jetzt haben wir wieder neue Hardware. Können wir die noch einbauen? Shit. So, wir schließen das ab. Selbstvertreiben. Automatische Preise. Perfekt. Releasen in 2 Wochen. '85. Das reicht. Ist solide. Wir erhöhen hier mal, dass die 15 erreicht ist. Da, die Heizung. Okay, jetzt habe ich auf 20 erhöht. Oh, das werden wir gleich ändern.
18. 16. Dann lassen wir es bei 16. Hier haben wir jetzt 17, also müssen da noch 2 raus. Wir machen noch 15 hoch. Es wird nochmal Zeit für ein weiteres Addon hier. Wir haben hier 3 von 6. Das heißt, ihr könnt auch schon mal anfangen. Und zwar... Game Tester. Wo sind sie? Hier. Und immer mit Effizienz. Dann machen wir hier noch ein Update. War das jetzt zu kalt? Das war Game Testing. Das ist euer Ernst, ihr sollt auch nicht darum rennen, wo es kalt ist. Ganz ehrlich. Das ist das Nervigste an allem. Bauen wir halt hier so ein paar Elektroheizungen in den Raum. Bis die Räume kommen. Ansonsten sollte das jetzt erstmal so reichen. Wieder unser Anteil. So, einmal kurz noch was machen. Wir verbessern uns hier. Das ist wichtig. Wir haben einmal schon Simulation, habe ich glaube ich noch gar nicht gemacht. Nee. Dann. Aber eine Simulation ist meistens sehr lang, sehr tief, wenig zugänglich. Sehr innovativ, wenig Story, wenig das, wenig, nee, viel Level, wenig Mission. Würde ich jetzt mal sagen. Sehr stark für Core-Gamer. Eher mittelmäßig in der Jugendfreiheit und sehr schwer. Dann würde ich sagen, Grafik, Gameplay, wenig Sound. Machen wir es mal so.
Das ist ein E-Plus-Spiel, oder? Ja. Da müssen wir mindestens 5 Sachen wählen. Tastatursupport, weiß PC. Highscore, Controller. Cheatcodes. Checkpoints. Pause. Damit haben wir eigentlich schon an das Checkpoints weg. Los geht's. Bis 20. Wir werden sehen, was rauskommt. Nur 13. Reicht nicht aus. Naja. Wir machen es für die Erfahrung, nicht fürs Geld. Geld haben wir ganz ordentlich im Moment. 44 Millionen. Gut, die Handheld hat halt Fried viel gefressen jetzt. Für die Entwicklung. Wir machen das erste Update bei Terminator. Oh! Ja gut, das war zu erwarten. Mit einer 1%. Aber wir haben allein durch den Spiel des Jahrespreis mehr Fans gewonnen, als durch dieses eine Kack-Game verloren. Von daher haben wir trotzdem insgesamt Plus gemacht bei den Fans. Wir haben wieder gut abgeräumt. Fehlt halt nur noch Entwickler und Publisher. Marketing und Support. Vielleicht soll ich das hier ein bisschen kleiner machen. Naja, ich weiß die Heizung. Mal kurz pausieren. Das hier dafür ein Stück größer. Sechs von elf. Insgesamt die Marketingabteilung ein bisschen verkleinern. Und dafür auf 2 aufgeteilt. Das heißt, ich brauche nur noch 2 Marketingleute. Also sollten beide effizienter sein. Nun, die Spiele laufen noch. Dann bleibt uns eigentlich nichts als weiter Auftragsspiele zu machen erstmal. Wir pushen die Simulation. Wir machen die Androiden voll. Das hier mal. Wo ist denn das? Ihr Spielkonzept. Dann nehmen wir das Spielkonzept.
Übertragen. Ach, wir wissen sogar schon, wie gut das ankommt. Und was wir brauchen. Nee, das ist die Vorlage, die ich jetzt gewählt habe. Drei und fünf brauchen wir, also packen wir noch die zwei Sachen mit rein und machen mal. Ja gut, macht nichts. Wir sind nicht unser eigenes Spiel. Ja gut, wir erreichen das, was wir müssen. Wir kriegen nur hier plus. Das ist ein bisschen frech. Diebe und Piraten. Gucken wir mal, ob wir was haben. Nehmen wir das. Drei, mindestens eins muss es haben. Das heißt, wir machen noch die Checkpoints mit rein. Lokale Highscores. Und das war's. Marketing. Brauchen wir nur noch einen. Es gibt einen Grafiker wieder im Markt. Zack. Gehört uns. Im Testing hat auch mal wieder was gefunden. Bis 40, das ist, was es muss. Wieder nur das. Das ist ein bisschen... Also langsam bringt es uns wirklich nichts mehr, die Spiele zu machen. Das ist der letzte für Marketing. Wir machen hier mal noch eine Demo, weil so gut läuft es nicht. Man hier eine TV-Werbung. Ist einer zu viel. Ich wollte auf 15 erhöhen. Ja, die kleinen Spiele bringen uns nichts mehr. Das heißt, wir sind gerade arbeitslos. Ein neuer Techniker. Der Galactic Boy ist fertig. Wir machen keinen Fördertopf. Wir geben aber 18 Monate. Die Übersicht ist geändert worden.
Wir machen $25 Gewinn. Und dann raus mit. Eine 9,1 nur. Schade. Wir holen uns den Techniker geschwind. Packen den hier mit rein. Oh mein Gott. Warum machen die das nicht? Achso, ich habe die Autoforschung nicht gemacht. Ich mach das mal. Wir haben jetzt 45 Millionen. Die können ab jetzt die Sachen hier sofort automatisch machen. Das war's. Dann machen wir weiter mit Sounddesigner. Rennspiele kommen aktuell gar nicht an. Okay. Dafür Rennspiele. Ich mach die Produktion mal ein bisschen größer. Die können mal noch Grafiker suchen. Und dann ist Assassin's Creed 4 gleich vom Markt. Genau jetzt. Das hat nicht so gut reingeschlagen. Macht aber nichts. Wir machen Teil 5. Da Rollenspiel gerade nicht beliebt ist, ändern wir das in ein Actionspiel um. In Action-Adventure. Und machen das natürlich auf unsere eigene Konsole. Wir gucken mal. So, die packen mir alles rein, was geht. Und entwickeln. Machen hier wieder
Diesmal die vier Sachen. Hier auch die vier Sachen. Hier machen wir die Automatik aus. Hier machen wir mal die Haltbarkeit besser. B plus, das bringt uns noch was. Prozent. Sportspiel. Ich habe bisher noch nie eins gemacht. Machen wir mal Spiellänge nicht so lang, das nicht so lang. Sehr zugänglich. Wenig innovativ, oder? Doch ein bisschen. Keine Story. Kein Charakterdesign. Viel Level und Missionen. Vielleicht doch ein bisschen länger. Machen wir es mal so. Und hier... tatsächlich... machen wir es mal so. Boah, ich würde sagen so. Dann braucht das hier Splitscreen. Paar Easter Eggs, Controller Support, Tastatur Support, weil es ein PC-Spiel ist, Charakteranpassung von mir aus. Das war's. Oh, halt. Weiterentwickeln. Boah, das scheißt hier richtig rein. Ach, besser wird's nicht. Was soll's? Yay, wieder das Trash-Stein des Jahres. Neuer Grafiker. Wie viele Grafiker kommen denn bitte? Gut, damit hat sich die Suche hier erledigt.
70 bis 90. Wir machen weiter. Qualität 3 Sterne. Nein, hat sich bisher nie gelohnt, fremde Spiele zu publishen. Ja, komm, lassen wir mal die Themen alle automatisch forschen, was soll's. Der Fanshop macht monatlich 20k. Okay. Wir könnten aber auch mal generell gucken. Wir haben letzten Monat Minus gemacht sogar. Für Marketing und Support. Ja gut, wir sind doch gerade auf Neueinstellung. Konsolenproduktion ist auch noch mit reingekommen. Bis 90, hat noch 18 Bucks. Releasen, na doch, releasen ist in den Sommer wieder rein. Why not? Ah, kein Wunder macht der Gameboy nix. Er ist nicht vermarktet bis jetzt. Hat kein Marketing. Ich habe mich schon gewundert, warum die Zahlen so niedrig sind. Und so stark gesunken. Wir haben kein Marketing gemacht. Sehr schlecht. Die Übersicht kann ich mal so klein machen. Wir haben aber die Marktdominanz mit der Handheld. Wir sind 100% Marktanteil. So, 70 bis 90. Das sollte eigentlich reichen, würde ich sagen. Wir vertreiben es selber. Automatischer Preis. Und in 2 Wochen. In 88. Reicht. Wir könnten mal wieder ein paar Updates machen. Vor allem hier. Ihr macht die Aufträge, das ist gut. Ihr habt keinen. Hier gibt's Aufträge. Ihr könnt Aufträge machen.
nochmal die Konsole warten, vermarkten. Wir haben mal wieder einen neuen Musik und Sound. Da brauchen wir nur noch einen. Dann sind wir erstmal wieder fertig. Vielleicht sollte ich den Fanshop vergrößern noch. Brauche ich nicht machen. Wird nächste Woche vom Markt genommen. Damit sind wir wieder voll besetzt. Ja, ich glaube, ich mache die Fanshop-Abteilung mal ein bisschen größer. Diese Heizung. So. Damit ist Final Fantasy 3 vom Markt und hat ausgedient. Man hier mal ein paar Aufträge mit dazu, wobei ein Auftrag reicht. Wir machen danach mal ein Rennspiel vielleicht oder mal eine Engine. Gucken wir mal, vielleicht mal gucken, ob die Option. Ja, definitiv upgraden. Der Personal Computer. Machen wir mal. Upgraden wir mal unsere Engines. Und machen die, die fehlen. Achso. Man sollte auch alles auswählen. Marketing Support. Kommst hier rein. Dann noch einer. Und die neue Aufträge? Nein. Auch nicht. Und die sind noch dabei. Ihr könnt jetzt den Auftrag machen. Wir gucken mal hier, wie es aussieht. Hier könnten wir noch eine Kampagne machen. Hier ist die Engine fertig. Wo ist es so kalt? Wollt ihr mich verarschen? Da ist grün, da ist grün, da ist grün. Überall ist grün, außer da hinten beim Lager. Ihr wollt mich doch verarschen. Ist doch überall grün, ist doch warm genug. Wie nervig. Wir machen weiter die Engines. Besser. Das war die Racing Engine. Mit Versionsnummer. Zack. Wir machen nur einen mittleren Stand. Zack. 1000 Fans dadurch. Das reicht. Neue Engine Features. Toll, dann darf ich die Engines nochmal upgraden gleich.
Dann warte ich jetzt erstmal. Die sind fertig. Machen wir mal die Kostenoptimierung komplett rein. Mal eine Marktforschung durchführen. Gucken, was als nächstes im Trend ist. Ansonsten sieht das Restliche hier soweit gut aus. Ja. Dann bleibt nur noch die Leute hier auszutauschen. Programmiere und so weiter. Alles, was unter 50 ist, im Skill rauswerfen und austauschen. Gucken wir mal. Fangen wir mal beim Programmierer an. Zack. Als nächstes Adventure und Mathematik. Das wird jetzt sehr hart werden und vor allem stark die Stimmung senken, wenn ich so viel entlasse. Wir haben 25 Leute, die wir reinhaben können. 7 Game Designer? Was will ich mit so vielen? The fuck? Wir haben mich und den. Oh, ich kann mich mal in die... für mich mal einen Forschungsraum machen. Der kann mal gehen. Der ist einfallsreich. Der kann mal gehen. Also 5 mehr brauchen wir nicht. Und die 3 hier. Die untersten 3, mich einbezogen. Sollte ich vielleicht doch mal schulen. Gucken wir noch Programmieren. Wert Engine. Gut, das muss schon einer zu viel. Bei 25 Mitarbeitern 5. Ja, von allem 5, oder? Ja, am geschicktesten. Das ist am meisten Programmierer, muss ich rausschmeißen. Das ist schmerzhaft. Und wird der Stimmung überhaupt nicht gut tun. So, jetzt sind wir auf unter 70% gefallen. Das heißt, ich brauche keine Programmierer suchen, sondern Spieletester. Oder erstmal gar nichts und erstmal abwarten. Okay, 3 Grafiker, die kann ich holen. 3 Spieletester, die kann ich auch suchen lassen. Und dann bauen wir geschwind einmal einen Trainingsraum. Gerade für 3-4 Leute. 4x4, das sollte reichen. So viel dazu. So, dann
werde ich euch alle vier nehmen, hier reinpacken und bis auf 70 Fuhlen hauen, bis ihr das habt. So, dann übernimmt der andere Kollege die ganze Sache. Noch einer. Rein theoretisch müsste ich jetzt direkt die nächste Fortsetzung machen. Aber da Rollenspiele gerade nicht im Trend sind, beziehungsweise... Was hat die Marktforschung gesagt? Adventure. Können wir davon eine Rollenspiel-Adventure machen? Machen B-Spiel draus. Hier haben wir nur einen aktuell. Wir machen erst die Engine. Verbessern die erst noch, nicht neu. Wo ist sie, die Rollenspiel-Engine? Da. Machen weiter. Wir machen hier jetzt die Autoforschung auf alles. Jetzt haben wir genug Geldpuffer und so weiter, dass sie einfach alles forschen können, was kommt. Game Tester noch zwei. So. Die Engine ist fertig, das heißt, wir machen jetzt hier die Fortsetzung. Adventure Games sind halt schon zu arg. Ich mach lieber wieder Strategie. Oh ja, diese Liste. Strategie.
Ancient und Ancient China. Huch, wollte ich nicht. Na gut, das habe ich schon. Apokalypse wäre mal was. Habe ich aber noch nicht erforscht. Ah doch, da. Dann haben wir Apokalypse. Und... Deckbuilding könnten wir machen. Habe ich das schon? Nee. Ich habe auch kein Fantasy, fällt mir gerade auf. Why? Doch. Aber nicht gelevelt. Dann wird's jetzt gelevelt. Okay, Rollenspiel. Das war, glaube ich, Rollenspiel. Das war ein reines Rollenspiel. Machen wir aber mal. Passt aber nicht. Da muss man doch wieder nachgucken. Oder ich mache einfach mal ein komplett neues Spiel noch. Ja, aber das wird dann nicht gut bewertet wahrscheinlich. Trotzdem, wir machen ein komplett neues Spiel. Und zwar eine Wirtschaftssimulation. Simulation. Mit. Vielleicht noch nur eine reine Wirtschaftssimulation? Nee. Alltagsleben. Und Industrialisierung. Da haben wir keine Engine für. Und keine Simulationsengine? Dann machen wir schnell eine. Die dauert ja zum Glück nicht lang. Wirtschaftssim. Das dauert zum Glück ja nicht lang. Wir machen mal so, dass er nur das Essen hat. Das war, glaube ich, der letzte. Nee, noch einer. So, dann machen wir jetzt unser Spiel. Hier gibt's einfach alles, was geht.
Das ist egal. Und hier müssen wir jetzt gucken. Cooles Gameplay. So. Dann 9, 9. Na gut, das war klar. Innovation. Muss ein Wirtschaftssim innovativ sein? Schon sagen. Story gibt's nicht. Charakterdesign braucht's dann eigentlich auch nicht. Jetzt ist die Frage: Leveldesign? Ja, Charakter, ja, Missionendesign. Und das ist auf jeden Fall für Core Gamer. Vielleicht ein bisschen. Ja, eher so. Weil es ist ja sowieso eher für Erwachsene. Ja, und wir packen alles rein. Kosten Millionen. Dann machen wir mal. Achso, ich habe keinen Namen gegeben. Wie nennen wir das Spiel? Ich und Namen sind immer so schrecklich. Wow, ich hab einen Namen. Das ist immer so eine Sache. Gutes Name für das Spiel. Wir haben so viele richtige Titel schon genommen. Wäre schon schön, wenn mir was Richtiges einfallen würde. Es ist ein Wirtschaftssim. Es ist halt mehr so City Skylines-mäßig, aber. Wenn ich so nenne, ist es halt scheiße. Wir nennen es einfach Build It. Und dann können wir es ja verändern, wie wir wollen. Das erste Spiel, in das wir alles packen. Hier genauso. Hier machen wir die Automatik zu Ende. Hier auch, damit die unterstützen kann. Zack, in die Zeitschriften damit. Na komm, macht hin. Ihr seid zu langsam. Nochmal in die Zeitschriften damit.
Hier machen wir auch gleich alles rein. Wie sieht's hier aus? Ist noch ein bisschen was. Müssten jetzt genug sein. Ja. Ihr macht mal hier noch eine Demo. Weiter. Ab in die Radien. Plus 12, sehr gut. Mal eine Beta-Demo. Und direkt hinterher die Vorab für die Presse. Plus 7 und plus 3%, sehr gut. Mach noch mal ein bisschen Marketing für den Gameboy. Wenn wir hier fertig sind, machen wir dann die Pro-Version und die Kostenoptimierung. Warum sind die so langsam? Na, da sind auch noch so viele 30er Leute. Muss auch ersetzt werden. Bei Gelegenheit. Okay, Terminator kam echt nicht an. Dann lassen wir es einfach aussterben. Schade. Dann hoffen wir, dass wir mit Bildet einen neuen Trend setzen können. Wie ich das jedes Jahr jetzt willkommen werde. Oder zumindest dieses Jahr nochmal. Oh, ein Programmierer. Star-Designer. Oder Star-Programmierer. Wieder einmal alles abgeräumt. Das Upgrade auf beliebtes Spielstudio haben wir gemacht. Sehr gut. Das heißt, du kommst hier rein. Dich können wir noch rauswerfen. Eine 70 bis 90, das reicht uns nicht. Wir sind auch noch nicht ganz fertig.
gucken wir mal. Wenn ich jetzt den Overhype überzeuge, müssen wir es innerhalb von einem Monat releasen. Machen wir. Mit 70 bis 90 wird es ein bisschen happig, aber möglich. Warten wir mal ab. Wenn wir den Overhype hinbekommen, dann releasen wir es vielleicht. Wenn nicht, warten wir noch ab. Ausgeführt, da fehlt noch die Nachricht. Okay, wir warten. Vielleicht kriegen wir 80 bis 100 angezeigt irgendwie noch. Hier fehlt noch was. SFX Sprachaufnahmen. Achso. Geht nicht. Gut, dann. Vielleicht wird's auch nicht mehr besser. Vielleicht am besten so releasen, wie es ist. Das ist bug-free. Ja, warum nicht? Na, ja, hat die 87. Ist okay. Wie sieht's hier aus? Wie weit seid ihr? Es geht so langsam. Schon wieder ein Grafiker. Wir machen jetzt hier 4 Updates. Unsere Konsole hat schon 15 Millionen eingenommen und hat gerade wieder einen Aufwind. Das ist gut. Kalt. Wo? Ist euch echt kalt, weil ihr an dieser einen Stelle hier einmal ein bisschen Kälte habt. Really? Also die sind echt pingelig mit der Kälte. Sind noch ganz gut im Trend. Die sowieso. Das heißt, aktuell gibt's nichts groß zu tun. Machen wir die Engines weiter.
Schon wieder ein Grafiker. Den packen wir hier unten mit rein. Okay, mal zwischenspeichern. Ja, das macht nichts. Wenn ich was brauche, suche ich's. Okay. Ich bin ehrlich. So langsam habe ich das Spiel selber ein bisschen satt. Ich habe mich selber ein bisschen zu sehr überspielt damit, glaube ich. Es tut sich halt langsam nicht mehr viel in dem Spiel. Es wird nur noch das Gleiche. Und viel Warterei. Deswegen würde ich sagen,